Es hat schon eine gewisse Tradition, dass das Landesmuseum Natur und Mensch den Schwerpunkt seiner Ausstellungen auf den Orient-Okzident-Dialog legt. Dieser Linie bleibt das Haus auch in seinem Beitrag zur Kooperation Alles fließt zur Kulturgeschichte des Wassers treu. Der Titel Wasserwelten ist wörtlich zu nehmen. Die Sonderschau befasst sich mit der Welt des Badens wie auch mit der Welt der Technik und das in der antiken und in der islamischen Welt. Vor allem am Beispiel der orientalischen Hochkulturen zeigt sich, dass Wasser nicht gerade im Überfluss zur Verfügung stand, sondern unter Mühen verfügbar gemacht werden musste und der Umgang mit dem kostbaren Nass entsprechender Regelungen bedurfte. Es gab die älteste Wasserregelung bei Hammurabi-Gesetzen von 1750 vor Christus, so dass es für uns deutlich ist, dass in den Hochkulturen im Vorderen Orient, auch in Ägypten, Wasser spielt überhaupt in dem Alltagsleben eine Rolle, aber auch in der gewissen gesellschaftlichen Regelung auch. Und das ist das, was wir hier in diesem Zusammenhang auch aufgefasst haben und versucht mit drei Schwerpunkten. Einmal die Hochkulturen Mesopotamien, Ägypten, dann kommen wir in die Antike, in die römische Zeit, die Wasserstraßen, die in Europa ziemlich weit verbreitet sind, und dann gehen wir dann in Spätmittelalter, in islamische Zeit, beschäftigen wir uns auch mit Wassertechnik, was auf den älteren Kultur wieder aufbaut, aber auch vor allen Dingen natürlich das, was auch von der Antike übernommene Badekultur, was sich dann auch kontinuierlich ohne irgendwie einen Abbruch durch die islamische Kultur durchgesetzt hat. Einmal gefördert und mit ausgeklügelten Techniken verteilt, landete das Wasser nicht nur auf Feldern, in Viehtränken und Trinkgefäßen, sondern auch in öffentlichen Badeanstalten wie den römischen Thermen oder türkischen Dampfbädern. Deren Funktionen gingen über das rein hygienische hinaus. Sie dienten als gesellschaftliche Kontaktbörse, als Konferenzraum und natürlich auch als Entspannungsoase. Nicht jeder war allerdings ein Freund der Badekultur. So schrieb der römische Philosoph Seneca im 1. Jahrhundert schwer genervt aus dem Luxusbadeort Baiae: Der mannigfaltigste Lärm umrauscht mich hier von allen Seiten. Ich wohne gerade über dem Bad. Nun stelle dir all die verschiedenen Töne vor, die einen dazu bringen können, dass man seinen eigenen Ohren grollt. Denke dir ferner das viele Gezänke und Geschrei, wenn ein Dieb erwischt wird, den Singsang der Badenden, die sich mit ihrer Stimme gefallen, das gewaltige Geplätscher des gepeitschten Wassers, so oft einer in das Wasser springt. Begriffe wie Wellness und Beauty mögen zwar moderne Wortschöpfungen sein, bezeichnen aber genauso gut das, was in den antiken und mittelalterlichen Badetempeln geboten wurde. Das ist unser Ziel, dass wir natürlich nicht nur ältere Bezeichnungen für bestimmte Verhalten und bestimmte Techniken in Badekultur verwenden, sondern auch das deutlich zeigen, das sind ältere Techniken und ältere Vorgehensweise in der Badekultur, die jetzt auch wieder aktuell oder schon eigentlich auch lange existiert haben, und die gibt es ja immer noch. Wenn ich so denke an den Badeanstalt hier in Oldenburg, dann gibt es auch sogar einen Hammam. Da kann man also dort für einen Abend buchen, und dort kann man das so erleben, wie man in einem Hammam in Istanbul oder in Aleppo. Zudem gab es auch in antiker Zeit schon exklusive Badeorte, von privaten Wasserhähnen und Badewannen ganz zu schweigen, zumindest für die, die es sich leisten konnten. Wasser hatte damit auch schon im alten Rom gesellschaftliches Konfliktpotenzial. Heute äußert sich dies vor allem in Bezug auf den Klimawandel und drohende Knappheit. Wasser ist nicht mehr nur Lebensgrundlage, sondern auch Zankapfel. Und während die Ausstellung selbst den rein historischen Aspekten verpflichtet bleibt, werden auf einer angeschlossenen Tagung auch diese politischen Komponenten behandelt. Die Auseinandersetzung zwischen Israel und Westbank, das wird sich durch Wasser ziemlich stark bestimmen, weil es dann auch der Zugang zum Wasser muss auch geregelt werden. Das gibt auch dieses Problem mit der Türkei, die den Euphrat entsprechend, also nach Bedarf, durch den Staudamm von einem Bau so weit sperren, dass die Länder Syrien und Irak weniger bekommen oder auch so viel, wie die Türkei selber bestimmt. Und da stellt sich die Frage immer wieder, Wer ist der eigentlich Besitzer von Wasser? Nicht? Ist das nicht ein Wasser für uns alle? Und das muss natürlich auch in der Weltgemeinschaft auch eine Regelung dafür finden, dass das alle davon profitieren können. Die Ausstellung Wasserwelten ist bis zum 17. Oktober im Landesmuseum Natur und Mensch zu sehen.